Hallo und herzlich willkommen zu eurer täglichen Dosis Green Tea Let's Play, hier zurück bei World of Warcraft. Und ja, wir haben in der letzten Folge ziemlich viele Trocks getötet und jetzt laufen wir zurück zu unserem Questgeber, der allerdings in die andere Richtung schneller zu erreichen ist, wenn wir über den Gebirgspass laufen. Und ja, unser Lehrwandler wird jetzt vermutlich sterben, aber naja. Und wir spielen natürlich wieder unsere kleine süße Gnomen-Hexenmeisterin und laufen gerade vor einem Trock weg, der uns schlägt, aber er kann uns nicht töten, er ist einfach zu langsam dazu. Er ist einfach zu langsam und wir haben mal wieder unseren Lehrenwandler verloren. Aus irgendeinem Grund ist er ein bisschen verpackt, sodass wir den manchmal verlieren und deshalb rufen wir ihn einfach: Oh, komm zu uns, Lehrenwandler, komm! Nein, du bleibst bei uns. Du bist immer so ein depressiver Lehrenwandler. Du bist immer nur weg von uns. Warum magst du uns nicht? Wir sind doch eh ganz lieb. Wir sind ganz nette Leute. Das kannst du uns glauben. Ja, darauf antwortest du jetzt einfach gar nicht mehr. Oder wie? Auch nicht gerade die freundlichste Art von dir. Nicht gerade die freundlichste Art von dir, lieber Lehrenwandler. Ja. Dann laufen wir mal um dieses Gebäude hier herum, um reinzukommen und dann unsere Quests abgeben zu können, was wir nämlich langsam tun sollten, denn dann bekommen wir wieder tolle Ausrüstungsgegenstände. So. Hallo. Ja, hi. Eine schöne Hose. Mögen eure Reise schön sein zu sehen. Schöne Stiefel. Man sieht sich. So. Erstmal die Hose anlegen und die Stiefel anlegen und das alte Zeug weglegen. Benutzt schärft eure Klinge und erhöht so eine Stunde lang den Waffenschaden um 3. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 200 angewendet werden. Ja, ich habe keine Klinge. Also brauche ich das Teil ja wohl nicht. Und wieder ein Statusbericht, den wir überbringen sollen. Irgendwie sollen wir ständig Statusberichte überbringen. Redet mit mir! Irgendwie sollen wir das ja immer tun. Wird langsam zur Gewohnheit, Statusberichte zu überbringen, aber ja. Seid auf der Uhr. Jeder braucht ein Hobby und wir versuchen jetzt erstmal unser Bärenfleisch da ein bisschen zu braten. Und nee, können wir leider nicht. Können wir leider ja nicht. Schade. Schade. Ich würde hier wirklich gerne kochen, aber was wir machen können ist erste Hilfe. Und zwar stellen wir einen Leinenverband her. Und noch einen Leinenverband. Und noch einen Leinenverband. Ja, so lange, bis wir eine neue Verbandart lernen. Das wird schätzungsweise bei 50 sein. Und deshalb stellen wir jetzt einfach mal 6 Stück her. Das geht einfach schneller, wenn wir das so machen. Also wenn ich da jedes Mal einzeln klicke. Und ja. So. Oh, wir müssen einige mehr herstellen, wie es aussieht. Komm schon. Noch einer. Und ja. Keine Ahnung, wir lernen irgendwie gerade nicht, eine neue Verbandart herzustellen. Und deshalb heben wir uns unseren restlichen Stoff fürs erste Mal auf. Falls wir dann noch andere Verbände machen wollen. Und ja, laufen wir gegen eine Lampe. Gegen eine Lampe laufen, das hat Style, Leute. Das hat einfach Style. Und ja, wir laufen einfach mal wieder in die vollkommen falsche Richtung. So kennt man mich ja schon, Immer in die falsche Richtung laufen. Immer einfach irgendwo hinlaufen, irgendwas labern währenddessen und keinen Plan haben, wo wir eigentlich hin müssen. Dann draufkommen, wir müssen in eine ganz andere Richtung. Aber naja, was soll man machen? So bin ich halt immer schön verpeilt. Immer schön verpeilt. Gut, ist jetzt die Frage rechts, geradeaus, geradeaus. Okay. Ja, links oder rechts. Nicht rechts oder geradeaus, Leute. Ja. Ist wieder mal ein kleines Stückchen zu laufen am Anfang der Folge. Das heißt, wir sind vorher zu unserem Questgeber gelaufen und laufen jetzt noch dorthin. Und ja, wir laufen eigentlich nur herum im Moment. Und das ist nicht allzu spannend und das tut mir leid, aber muss halt auch gemacht werden in der World of Warcraft. Die Welt erkunden. Ja, nicht wirklich erkunden, sondern mehr herumlaufen, um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, verschiedene Leute kennenzulernen. Und vor allem auch verschiedene Leute dazu treffen, verschiedene Gegner zu treffen, Sachen zu sammeln, stärkere Gegner zu besiegen und stärkere und bessere Ausrüstung zu erhalten. Und ich finde es schön, wie die Musik gerade meinen richtigen
meine richtige Lobpreisung von World of Warcraft unterlegt hat. Das fand ich gerade richtig lieb von WoW, dass mir das diesen kleinen Gefallen getan hat und ja. Und ja, und ja, und ja, dann... Oh, ein Flugpunkt, juhu! Juhu, Flugpunkte, ich sammle immer leidenschaftlich alle Flugpunkte ein mit meinen Charakteren, denn... Dann kann ich einfach automatisch irgendwo hinfliegen später. Kostet zwar ein paar Kupferlinge, aber das kann man sich schon leisten und kann halt währenddessen AFK gehen und kochen oder irgend so eine spannende Tätigkeit machen. Denn wenn ich mit meinem eigenen Flugtier fliege, dann fliege ich einfach nur geradeaus und fliege dann meistens dann vorbei. Und es kann mir halt nicht passieren, wenn ich das was so mache. Was geht euch durch den Kopf? Das erzähle ich ja gerade, was mir durch den Kopf geht. Und... Bleibt deshalb sauber. Mag ich diese Flugpunkte. Man sieht sich. Und irgendwann mögen eure Reisen sicher werden wir alle Flugpunkte haben. Ja. Das verspreche ich euch. Wir werden uns alle Flugpunkte holen. Auch die in den Hauptstädten von... Ne, ich glaube, da gibt es gar keine. Okay. Ich nehme es zurück. Aber wir setzen... Was kann ich für euch tun? Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Gut, und hier drinnen gibt es irgendwo jemanden, der eine Quest für uns hat. Hydra Ofenblut. Grüße. Hi. Bleibt auf dem Boden. Tu ich. So, und hier rüber und darauf. Und ja, wenn wir das hier nicht verkraften können, dann geben wir es so runter und machen ein bisschen Ordnung. Ein bisschen Ordnung im Inventar muss immer sein, Leute. Ein bisschen Ordnung im Inventar ist wichtig, damit wir uns auch schnell zurückfinden und auf den ersten Blick sehen, was wir neu erhalten haben und was wir davon brauchen können. Und was ist denn das? Gesucht. Aha. Ihr sucht der Spion der Dunkeleisenzwerge. Ja, annehmen. Und hier hinten gibt es auch noch eine Quest für uns. Ich frage mich gerade, wie wir da am schnellsten hinkommen. Laufen wir mal hier so innen rum am Berg entlang. Und ja, hier rauf und hier auch noch rüber. Und da auf diesem Berg sollte das dann irgendwo sein. Ne, hier hinten drinnen nehme ich einfach einmal an. Bin mir allerdings nicht sicher. Ach ja. Duckbüchsenschuss. Was geht euch durch den Kopf? Annehmen. Gut. Und dann laufen wir hier wieder raus. Und kümmern uns um die Quest. Unsere erste Quest. Hier ist ein Gnoll, dort ist ein Gnoll. 12 Ohren von Moosfällen, das sind Gnollarten. Das ist wahrscheinlich ein Gnollstamm oder so. Sollen wir uns besorgen. Und Befehl für Sturmlanze. Bringt die Befehle für Sturmlanze zu Gebirgsjäger Sturmlanze in der Station Algatz. Und Blutwurst aus Telsamar. 8-mal Bärenrücken einsammeln. Punkt Nummer 3. Gesucht der Spion aus... Der Spion der Dunkeleisenzwerge Gorik Fassschlucker getötet. Und Punkt Nummer 4. Nach dem Lauern schauen. Und da sollen wir einfach nur 8 Waldlaurer töten, wo wir gerade schon den ersten getötet haben. Und dort ist auch gleich noch einer. Dann markieren wir uns erstmal das hier, damit wir wissen, wo wir das machen können, wenn wir erstmal mit Punkt 4 anfangen. Keine Ahnung, warum wir mit Punkt 4 anfangen. Das war einfach gerade am nächsten für uns. Es lag am Weg und ja, deshalb machen wir das. Ein Schwarzbär, perfekt. Der gibt uns auch unser Bärenfleisch, hoffe ich. Aber so einen Bären anzugreifen, das ist nicht immer eine gute Entscheidung. Wir können ja mitunter ziemlich stark sein. Aber Bärenfleisch und wird noch nicht wirklich ein Problem. Und ein Gnoll läuft hier auch gleich noch rum. Ist hier richtig praktisch. Alles auf einem Fleck hier. Alles auf einem Fleck. So, und noch einen Schattenblitz, dann ist er tot. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann können wir diese Folge mal wieder ein bisschen was töten. Ach, das ist so ein kleines Lager der Moosfälle, dann können wir einfach hier wohl alles töten. Alles töten, so mag ich das. Einfach immer alles töten, was sich uns in den Weg stellen möchte. Alles töten, was sich uns in den Weg stellen möchte, so muss das sein. Und hier noch einen Schattenblitz. Ja, es ist übrigens immer noch Sonntag, wie schon vor 2 Folgen. Ja, ich nehme immer noch fröhlich auf. Ich habe mich seitdem überhaupt nicht bewegt. Ja doch, eigentlich schon. Zwischen erster und zweiter Folge war ich kurz mir die Beine vertreten. Ja, sonst sitze ich hier eigentlich nur rum. Kann ich
noch nicht wirken. Und nehmen wir alle auf. Und nehmen wir gerade die wieder ein Ohr der Moosfälle und da hinten ist auch noch ein Moosfellheimzieher. Den können wir auch noch töten. Ist ja ziemlich lustig hier einfach nur Schattenblitz zu casten. Ist immer nicht irgendwie anstrengend oder so. Ich muss immer nur eine Taste drücken. Und halt mit meiner Maus herum navigieren und hin und wieder auf W drücken, damit wir uns vorwärts bewegen können. Aber sonst ist das schon recht angenehm. Da muss man nicht so viele Tasten drücken wie in anderen Spielen. Und Leertaste einfach, wenn mir danach ist, dass ich gerade springen will. So, noch ein Speer der Moosfälle. Ist auch noch ein Speer der Moosfälle. Alles voll mit Speeren hier. Was ist da los? Was ist da los? Da hinten ist hier auch noch einer. Und sofort weiter angreifen auf den nächsten. Da hinten ist dann auch noch einer. Geht ja richtig ab bei uns. Geht ja richtig ab. Alles töten auf unserem Weg. Alles töten. So, ein Ohr der Moosfälle. Und hier auch noch. Und da ist eine Waldlauerer-Spinne-Dingste. Die können wir auch mal nebenbei töten, wenn wir gerade dabei sind. Wenn wir gerade dabei sind, dann kann man das schon mal machen. Dann kann man das schon mal machen. So, eine schöne Spinne. Also im echten Leben mag ich ja Spinnen, aber in WoW mag ich die nicht. Die sehen da so komisch aus mit ihren Beinen. Die haben nicht so grazile, schöne Beine. Wie im echten Leben. Nein, die sind hier richtig komisch. Komisch, die Beine hier. Von den Spinnen. Komisch. Das heißt, ich muss näher ran, der wird schon herkommen. Oh, der Hit hat gerade gekrittet, sonst hätten wir niemals so viel Schaden machen können. Sehr schön. Tam-tam. Und wir heben hier die ganze Zeug auf, wie beispielsweise gerade eine Hose, aber die ist jetzt nicht so gut. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Beweglichkeit. Und lauter Spinnengliedmaßen. Spinnengliedmaßen. Warum? Wenn ich noch eine Moosfälle töten. Weil ich sie gerade sehe. So einfach ist es. So, und da auch noch einer. Naja, auch noch eine. Und so. Getötet. Und damit haben wir auch schon alle Ohren der Moosfälle und müssen keine Moosfälle mehr töten. Aber jetzt machen wir uns mal an die Waldlauerer. Wie diesen hier. Du hast es verdient zu sterben, Waldlauerer, denn du hast komische Beine. Die erste schau ich mal diese Beine an, die sehen einfach nur komisch aus. So sehen doch keine Spinnenbeine aus. Ach, und ein Bärchen. Ein Bärchen, wie schön. So. Und noch einen Bärenrücken, dann brauchen wir. Nein, doch kein Bärenrücken, nur Bärenfleisch. Verdammt! Das heißt, wir brauchen noch 7 Bärenrücken und 3 Waldlauerer. Und ja, dort ist noch ein Waldlauerer. Und dort ist dann gleich auch noch einer, sehr schön. Sehr schön. Aua. Wir haben uns vergiftet. Alleine alle 3 Sekunden Naturschaden. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass er uns vergiftet hat. Ich will Rache. Rache für das Gift in meinen Adern. Das ist einfach nicht in Ordnung, was diese Spinne hier macht. Einfach nicht in Ordnung. Warum bekommen wir so viele Spinnengliedmaßen? Ich hoffe, die können wir wenigstens teuer verkaufen oder so. Ein Bärchen, noch ein Bärchen da hinten. Schattenblitz. So. Und noch ein Bärenrücken.
Ja, wir müssen noch einen Waldlauerer töten und noch 6 Stückchen Bärenrücken bekommen und Gorik Fassschlucker. Also die 3S sehen komisch aus. Töten und die Befehle für Sturmlanze zu ihm bringen. Ja. Einiges zu tun hier, einiges zu tun, liebe Freunde, aber wir kriegen das schon. Wir kriegen das schon. Wir schaffen das alles schon. So, den die letzte Spinne getötet. Und hier natürlich alles voll mit Spinnengliedmaßen. Alles voll mit Spinnengliedmaßen. Und dort hinten sollen angeblich einige Bären leben, also laufen wir einmal dorthin. Oder schauen wir mal auf der Karte, ist hier noch irgendwas in der Nähe. Dort ist der Spion, dort ist der, okay, ja, dann laufen wir hier so vor und dann darüber. Und danach, am Rückweg, werden wir hier so vorbeigehen und das da übernehmen, okay. Man sollte immer einen Plan haben, wie man läuft, damit man hier effizient einplanen kann, in welcher Reihenfolge man die Quests effizient lösen kann. Denn Effizienz ist wichtig, denn Effizienz ist, ihr glaubt es nicht, aber Effizienz ist effizient. Mindfucking Wahrheit, die ihr gerade erfahren habt. Einfach nur Mindfucking Wahrheit. Und dort hinten noch ein Schwarzbär. Schwarzbär! Töten! So, ein toter Schwarzbär. Sehr schön, sehr schön. Und jo. Ein Bärenzahn, den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und hier leben wirklich sehr viele Schwarzbären. Also ich glaube, die wir vorher gesehen haben, die waren nur eine Ausnahme und vielleicht so ein paar verstoßen aus diesem Rudel. Aber Bären ja eigentlich nicht im Rudel leben, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, leben die ja einzeln oder halt in Zweiergruppen, so als Familie. Aber jetzt halt nicht so in großen Bärenrudel. Aber ne, vielleicht ist das ja hier anders. Vielleicht ist das ja hier anders. Und dort hinten ein Schwarzbär, den können wir auch mal verkloppen. Verkloppen wir den Schwarzbären. Verkloppen. So. Dann brauchen wir noch 2 Bärenrücken-Steaks. Dort hinten ist noch ein Schwarzbär. Dort hinten ist noch ein Schwarzbär. Schattenblitz. 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 Sehr schön. Nee, leider kein Rücken. Och, ein Schaf. Ich bin außer Reichweite. Ein schönes Schaf, ein Leinchen. Keine Ahnung, warum hier ein Schaf rumsteht. Zwischen all den Bären. Das tut ihm sicher nicht gut. Das tut ihm sicher nicht gut. Aber naja, was soll man machen? Was soll man machen? So. Und ein Schwarzbär. Der wird allerdings nicht mehr lange leben. Der wird nicht mehr lange leben. Und ich hoffe, der gibt uns dann ein leckeres Steak. Ich hab kein Ziel. Gib uns ein Steak. Gib uns ein Steak. Nein. Aber einen Umhang. Der schlechter ist als der, den wir schon haben. Ja, was ist das? Faulendes Bärengerippe, gesplitterter Bärenzahn. Okay, ein Widder. Die Spinne hat uns nicht gesehen. Hoffe ich. Dann töten wir noch dieses Bärchen hier. Und sind eine Stufe aufgestiegen mal wieder und jetzt haben wir einen Furchtzauber, der verängstigt den Gegner, woraufhin er bis zu 20 Sekunden lang voller Furcht flüchtet. Auf ein Ziel beschränkt, verursachter Schaden kann den Furchteffekt entfernen. Ach Gott, wir müssen ja hier rechts abbiegen. Gut, als nächstes machen wir uns auf den Weg zu Befehle für Sturmlanze. Folge mir, Junge. Ach Gott, ja. Du sollst nicht kämpfen, du sollst mir folgen, okay. So. Folge nicht kämpfen. Wenn ich das öfters wiederhole, merkt er es sich vielleicht.
folgen. Ziemlich stur, dieser Leeren-Wandler, folgt er mir jetzt. Ja, und er ist vergiftet. Und er ist vergiftet. Der Ärmste, der Ärmste. Also wenn mir der noch lange nachläuft, töte ich ihn. Ja, jetzt läuft er weg. Sobald ich mich umdrehe und ihn angreifen will, läuft er weg. War ja klar, war ja klar. Und diese Feiglinge. Lust auf ein Glas? Nein, aber hier sind eure Befehle. Bleibt sauber. Oh. Fort mit euch. Kommandant Nasrin getötet. Unsere neue Quest. Wo befindet sich der denn? In diese Richtung. In diese Richtung. In diese Richtung. Nur gut. Dann laufen wir mal direkt auf ihn zu und müssen uns dann wahrscheinlich auch den Weg freikämpfen. Denke ich zumindest mal, würde zumindest Sinn ergeben. Wenn der Kommandant nicht alleine steht, sondern von seinen Verbündeten umgeben ist, von den Gezüchten der Tunnelratten. Beispielsweise. Aber die halten nicht allzu viel aus. Ein paar Schattenblitze und die sind tot. Und geben uns hoffentlich tollen Loot. Naja, Stoff. Voll Stoff. Stoff können wir ja immer gebrauchen. Und der Kommandant ist anscheinend in dieser Höhle da. Und deshalb werden wir dort auch einfach mal hingehen gleich. So. Oder bist du der Kommandant? Meister über Fleisch und Fisch, Herr Kupp. Ja, Herr Kupp, dann kommen Sie mal her oder laufen Sie weg oder je nachdem, wonach Ihnen gerade ist, Herr Kupp. Je nachdem, wonach Ihnen. So war das nicht gemeint, dass du so weit weglaufen darfst. Gut, und den werden wir dann am Rückweg looten. Denn erstmal töten wir hier den Kommandanten. Kommandant, Sie haben gegen einige Auflagen der Zwerge verstoßen und müssen deshalb exekutiert werden. Tut mir ja sehr leid für Sie. Nun ja, einfach damit ihr es mal seht, den Furchtzauber, der hat dann so ein Zeichen über dem Kopf und läuft weg. Und das war, glaube ich, gerade ziemlich dumm, ihn zu vieren, denn wenn er jetzt in eine andere Gegnergruppe reinläuft, dann ist er auch böse auf uns und greift uns auch an, aber zum Glück nicht. Oh, eiskalte Milch. Ach, die trinken wir. Ein Gläschen eiskalte Milch. Köstlich. Köstlich, köstlich, köstlich. Köstlich, köstlich, köstlich. Und ich sortiere hier gerade beim Essen nebenbei ein bisschen aus, was wir noch brauchen können. Weil es uns zusätzliche Bonuseffekte gibt oder eben nicht. Das hier gibt uns Bonuseffekte, die andere Sache nicht. Das hier gibt uns auch keine Bonuseffekte. Aber wir bleiben einfach dann auch mal sitzen. Okay, dann legen wir unsere Bandagen hier auf und den Stein, aber das lassen wir hier und so, so. Jo, das hier können wir auch mal drauflegen. So, dann haben wir unser Inventar auch mal ein wenig aufgeräumt und laufen zurück zu unserem Questgeber Sturmlanze, der ja dort oben schon sehnsüchtig auf unsere kleine Gnomenhexenmeisterin wartet. Und nein, du kämpfst nicht, du sollst mir folgen. Du sollst mir folgen. Ignoriere einfach die ganzen Gezüchte hier, die werden uns eh nicht töten. Gegen die zu kämpfen würde uns nur aufhalten. Und Zeit kosten, und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja schließlich effizient sein. Effizienz ist wichtig, liebe Freunde, Effizienz ist wichtig. Ich bin ganz oben. So, um eine neue Quest, Feldmesser der Tunnelratten und Futterwühler der Tunnelratten getötet. Jetzt können wir nämlich diese Tunnelratten töten. Aber erstmal heile ich den hier. So, so, so. Gut. Dun, 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 dun. Ja, wo verstecken die sich denn? Hier drüben. Toll, wir sind ja auf der vollkommen falschen Seite, um die zu töten. Also wirklich, es fällt mir nur wieder ein, es fällt mir nur wieder ein. Da hinten schon mal ein Feldmesser gefunden. Das werden wir auch gleich ausschalten. Und da ist noch eine Waldlauerer-Spinne. Aber die wird uns jetzt hoffentlich nichts tun. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Nummer 1 von 5, der Feldmesser ausgeschaltet. Noch ein Feldmesser. Aber das wird auch nicht lange standhalten gegen unsere Schattenblitze. So, Schattenblitz. Schattenblitz.
Perfekt. Und ein Futterwühler. Kann man ja auch mal töten. Ist der nicht allzu schlecht? Ist der nicht allzu schlecht? Sollen wir schließlich auch den Treffer ausschalten? Oh, wir haben eine Schusswaffe erhalten, wie es aussieht. Ja, eine Schusswaffe. Können wir allerdings leider nicht anlegen. Eines Hexenmeister, dazu müssten wir schon einen Jäger spielen. Dazu müssten wir schon einen Jäger spielen. So, und noch ein Schattenblitz und Tod. Tod und Verderben, Tod und Verderben. Ja, 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 ja. Und Feldmesser, da tun wir das hier hinten noch. So, 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 so. Und da auch noch ein bisschen was töten. Bisschen was töten, bisschen was töten. Und ich frage mich gerade, was ich eigentlich für Beruf habe. Okay, Alchemie und weiter Kunde. Okay, okay, okay. Dann wissen wir das hier auch einmal. Wissen wir das auch einmal. Und dann noch ein Futterwühler. Ein Futterwühler, wo wir noch einige töten sollen. Interessant, dass wir vorher nur Futterwühler gesehen haben und jetzt eigentlich überhaupt keine Futterwühler mehr finden. Also, vorher haben wir überhaupt kein einziges Feldmesser gefunden und jetzt sehen wir sehr, sehr viele Feldmesser. Und das finde ich halt komisch. Komisch, komisch, komisch. Ja, da ist ein Feldmesser auf unserem Weg, also müssen wir es auch ausschalten, sonst wird es uns einfach angreifen und dann verfolgen. Das wäre einfach nur wieder nervig. Ja. Ich liebe das, wenn meine Kamera einfach herumschwenkt und ich mich dann überhaupt nicht mehr auskenne, wo ich bin. Bin ich immer so erstmal eine Sekunde voll in Panik. Ah, wo bin ich? Und ja, dann weiß ich es wieder. Und dann geht es mir auch schon wieder besser. Dann geht es mir auch schon wieder besser. Und den Loot schnappen. Und hier hinten auch noch ein Futterwühler. Ein Futterwühler. Und ich hoffe, dieses Feldmesser hier drüben wird nicht auf uns losgehen. Denn das wäre ineffizient. Wir brauchen noch einen Futterwühler. Perfekt. Diese Quest heißt übrigens vom Regen in die Traufe. Ein sehr schöner Name. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was der aussagen soll. Und jetzt sollen wir unsere Quest auch dort hinten wieder abgeben. Also hier durch und dann dort rüber. Wir werden jetzt allerdings wieder alles, was uns am Weg angreift, ignorieren, denn das würde einfach nur noch Zeit kosten. Und diese Zeit haben wir einfach nicht. So, dum dum dum. Die Musik im Hintergrund ist auch gerade ziemlich ruhig geworden. Ich weiß gar nicht so, warum die jetzt so harmonisch und melodisch ist. Vorher war sie ja mehr heroisch, aber ja. Vielleicht ist der Musik einfach danach, dass sie jetzt etwas ruhiger sein will. Vielleicht ist ihr ja einfach danach. Und hopp. Und hopp. Gebirgsjäger Sturmlanze. Was geht euch durch den Kopf? Die Quest erfüllt. Wie geht's? Zwei neue Quests. Fort mit euch! Schmutzige Vogel. Seid auf der Hut! Was geht ab? Den Dolly. Man sieht sich! Gut, jetzt haben wir einige neue Quests erhalten, doch die werden wir erst in der nächsten Folge erfüllen. Und dann sage ich mal, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dalassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und damit bis dann!